Rasant vergehen nicht nur 60 Jahre im Eishockeyverein Bruck. Auch im Bambini-Turnier ließen es die jungen Cracks auf der Bruckamur-Insel so richtig krachen. Über 50 Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 10 Jahren lieferten sich spannende Kämpfe auf dem Eis. 60 Jahre Eishockey Bruck an der Mur findet noch immer irgendwo am fast gleichen Platz statt, denn begonnen hat es ja nicht weit von hier. Ja, es hat begonnen 1955, darum haben wir auch heuer das 60-jährige Jubiläum, beziehungsweise eigentlich hätten wir es voriges Jahr schon gehabt. Wir zelebrieren dieses Fest heuer auf der Murinsel, Eklar. Seit 1968 wird hier auf diesem Platz gespielt auch. Und wie gesagt, wir verbinden das Fest gleichzeitig mit dem Bambinis Cup, der von der Obersteirischen Liga mehr oder weniger veranstaltet worden ist seit oder veranstaltet wird seit einem Jahr. Der ist voriges Jahr ins Leben gerufen worden, weil wir gesagt haben, wir brauchen für unsere Bambinis, für die Kids eine Möglichkeit, altersübergreifend von 4 bis 10 spielen zu können, weil wir sonst die Mannschaft nicht zusammenbringen. Ne? Und dieser Cup wird veranstaltet von Langenwang, Zeltweg, Leoben und Bruck. Und man sieht es, wenn man sich umschaut, der Andrang ist groß, die Begeisterung ist groß, die Eltern sind begeistert dabei, die Funktionäre, die Trainer. Es passt einfach im Moment sehr vieles in Bruck hier und wir hoffen, dass es so weitergeht, dass wir die nächsten 60 Jahre das so weiter verbringen können in Bruck. Was hat sich eigentlich geändert von früher zu heute? Vor 60 Jahren, wie man Eishockeyspielen angefangen hat hier in Bruck und jetzt? Also ich muss sagen, wenn ich es jetzt auf die Spieler beziehe, das Eisläuferische hat sich um 100% gesteigert. Dann sieht man an der Ausrüstung, dass die Jugendlichen schon das beste Material haben. Die Eltern investieren Geld in die Ausrüstung, was ja sehr wichtig ist. Denn entscheidend ist ja gute Ausrüstung, speziell die Schlittschuhe. Bei den Schiedsrichtern muss ich sagen, sie werden viel besser vorbereitet. Es gibt Regelabende, es gibt Kurse. Also ich muss sagen, dass das Eishockey im Nachwuchs eine positive Entwicklung hat. Wieso hast du zum Eishockeyspielen angefangen? Weil mein Papa Eishockey spielt. Was ist denn so besonders am Eishockey? Erzähl mir ein bisschen. Wie funktioniert ein Eishockey? Wie spielt man Eishockey? Mit dem Schläger und Eislaufschuhe. Und wieso bist du jetzt zum Eishockey gekommen? Weil es mich interessiert und weil ich es gern mache. Hast du ein Vorbild? Wer ist denn das? Erika drüben. Wer ist denn das? Der Warnek. Wieso hast du zum Eishockey spielen angefangen? Weil es mir gefällt. Bist du ein Mädel? Jetzt weiß man ja, dass die Mädel mitspielen auch gern beim Eishockey. Ist das nicht ein harter Sport für ein Mädel? Nein. Jetzt weiß man ja, dass Eishockey nicht gerade ein billiger Sport ist. Die Ausrüstung allein schon fordert immer wieder einiges von den Vereinen ab an Investitionen. Wie schafft man das eigentlich, wenn man so in den unteren Ligen spielt? Ja, man schafft es insofern, dass man vorhin, wie gesagt, erstens einmal von der Gemeinde sehr gut subventioniert werden. Wir kriegen die Infrastruktur größtenteils zur Verfügung gestellt, kostenlos, sage ich jetzt einmal in der Form. Wir leben natürlich auch von privaten Sponsoren. Wenn man sich da umschaut, es hängen da ein paar Transparente. Es ist der Spielbetrieb selbst. Also wir kalkulieren mit einem Budget intern zwischen 10.000 und 15.000 Euro, das trotzdem noch zusammenkommt, das wir irgendwie zusammenbringen müssen, wo wir irgendwo mit den Mitgliedsbeiträgen oder die Sponsorbeiträge das Ganze finanziert. Vier Mannschaften, vier Sieger, denn jeder der jungen Talente gab sein Bestes. Und nach einem gemeinsamen Siegerfoto ging es in die Umkleidekabine.